Wieso habe ich mich da so die ganze Zeit reinziehen lassen? Und warum habe ich mir die ganze Zeit so schlechtes Gewissen machen lassen von ihm? Weil hier ging es doch um mein Leben, es ging doch um mich. Er hat mich erwischt, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Und er hat gesagt, Oma, es ist nicht so schlimm. Auch heute noch in großen Menschenmengen fühle ich mich unwohl, weil ich denke, es könnte immer irgendjemand da sein, der dieses Bild von der falschen Lauren vor sich hat. Meine Frau und meine Tochter, ja, die sind das Wichtigste in meinem Leben. Und ich bin auch froh darüber, dass sie mir die zweite Chance geben nach der Haftentlassung und dass wir wirklich bei Null einen Neustart machen. Ja. Und ich möchte auch ganz ehrlich mit dem ganzen Sportwetten und Wettsystem nichts mehr zu tun haben. Im Kino zum Beispiel, dass ich zeige, dass wir jetzt mit einer, egal mit welcher Einschränkung wir leben, dass wir genauso auf die Leinwand gehören wie alle anderen Menschen auch. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Haben Sie sich auch schon mal so richtig in jemandem getäuscht? Dankeschön. Manchmal sind die Dinge ja nicht so, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Was heißt es dann für uns zum Beispiel, wenn wir auf einen Betrüger reinfallen? Wenn der Schein trügt, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Vom schönen Schein ließ sich Gordana Andrejic täuschen, als sie sich über das Internet verliebt hat. Der vermeintliche Traummann stellte sich jedoch als Betrüger heraus, weshalb sie wegen ihm alles verlor und 5 Jahre in ein japanisches Gefängnis musste. Das erfahren wir von Gordana Andrejic. Herzlich willkommen. Mehr als 50 Jahre lang trieb Ute Hohlschuhmacher ein Versteckspiel. Vor vielen Menschen schämte sie sich, weil sie weder lesen noch schreiben konnte. Wie sehr sie darunter zu leiden hatte, das hören wir von Ute Hohlschuhmacher. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Ein Doppelleben mit massiven Konsequenzen führte Daniel Kessler. Über viele Jahre rutschte er immer tiefer in eine Spielsucht, hinterging seine Familie und verzockte eine 500.000 Euro. Wir sind gespannt auf Daniel Kessler. Wie oft Menschen mit Down-Syndrom unterschätzt werden, das erlebt Luisa Wöllisch nahezu täglich. Immer wieder muss die Theater- und Filmschauspielerin beweisen, dass sie mehr kann, als viele vermuten. Schön, dass Sie heute hier sind. Luisa Wöllisch im Nachtcafé. Jahrelang stellte ein ehemaliger Schulkamerad von Lauren Ruschmeier gefälschte Profile und Fotos von ihr ins Internet. Als das gesamte Ausmaß nach und nach ans Licht kam, brach für sie eine Welt zusammen. Herzlich willkommen, Lauren Ruschmeier. Wie leicht wir auf den schönen Schein hereinfallen können, das weiß Dr. Matthias Jung. Denn laut dem Philosophen und Psychotherapeuten sind es oft die außergewöhnlichen Dinge, für die wir besonders empfänglich sind. Herzlich willkommen, Matthias Jung, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Jung, der schöne Schein, lassen wir uns in bestimmten Situationen auch gerne verführen? Ja, ich denke, wir sind verführbar. Die Römer hatten schon Sprichworte, die sagten, Mundus vult decipi, die Welt will betrogen werden. Wir sind verführbar, wir wollen Glanz, wollen wir haben. Und es korrespondiert sehr oft mit einem schwachen Ich-Komplex bei uns selber, dass wir andere bewundern, weil wir unser selber nicht sicher sind. Ja. Wenn wir über den Schein reden, der trügt, dann reden wir ja manchmal auch über Menschen, die uns hinters Licht führen. Frau Wöllisch, wie sehr vertrauen Sie Ihrer eigenen Menschenkenntnis? Wie sehr glauben Sie, andere Menschen so beurteilen zu können? Also ich glaube schon, dass ich... Ja, die muss ich jetzt mal wirklich gut überlegen, weil ich glaube, dass jeder so sein eigenes Bild davon hat. Mhm. Ja. Was würden Sie sagen, Herr Kessler? Ja. Vertrauen Sie der Menschenkenntnis? Ja, auch beruflich gesehen, aus meiner Arbeit im Rettungsdienst habe ich schon zahlreiche, viele verschiedene Personen kennengelernt und habe da schon so einen Riecher für manche Sachen. Wenn Sie das so sagen, Sie waren ja spielsüchtig, Sie haben viele Jahre ein Doppelleben geführt. Haben Sie dadurch vielleicht einen besonderen Riecher? Glauben Sie, dass es Ihnen eher auffällt, wenn andere ein Doppelleben führen?
Ich glaube nicht, aber es ist schwierig. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass ich es bei jedem erkennen würde, aber es gibt bestimmt Personen, wo ich sage, okay, der führt ein Doppelleben, da gibt es verschiedene Dinge, die komisch sind, wo dann da hinführen. Herr Jung, wir sagen ja immer wieder, wir können in die Menschen nicht reinschauen. Heißt das, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass das, was wir hier sehen von uns, immer nur ein Teil dessen ist, wofür wir insgesamt stehen? Unbedingt, dass wir eine Teilpersönlichkeit teilnehmen. Und was uns klug macht, sind die Erfahrungen, die wir dann machen. Da korrigiert sich unsere Wahrnehmung. Aber wir können nicht hinter die Stirn des anderen schauen. Und wir sind natürlich auch perfekte Schauspieler. Jeder von uns hat auch ein Stück Schauspielerexistenz. Das muss nicht gleich so schlimm werden, dass es ins japanische Gefängnis führt. Aber wir sind auch... Wie Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychoanalytiker, der hat gesagt, wir spielen eine Persona. Persona war die Schauspielmaske im römischen Drama. Auch die Frauen wurden von Männern gespielt. Und dahinter ist die eigentliche Figura, die tiefe Persönlichkeit. Aber dazwischen ist oft eine Kluft. Versuchen wir mal zu ergründen, was Sie ins japanische Gefängnis gebracht hat, Frau Andrejic. 2014 haben Sie jemanden kennengelernt über eine Dating-Plattform. Ja. Wie war so der erste Eindruck von diesem Mann? Also der erste Eindruck war erstmal nicht sehr, also ich habe mich nicht direkt gleich angesprochen gefühlt. Also so vom Äußerlichen? Das Äußerliche hat mich sehr angesprochen, oh. Aber erstens mal, es ist eine deutsche Plattform, eine ganz bekannte. Mhm. Und er hat dann immer wieder geschrieben, aber er hat im Englischen geschrieben, mhm, was ich eigentlich nicht gewohnt war. Also ich bin ja schon länger auf Dating-Plattformen dann gewesen, mhm, Langzeit-Single und ja, erfolgreich im Job natürlich, mhm, aber der Job hat so viel Zeit eingenommen, dass es irgendwie gar keine Zeit gab, jemanden kennenzulernen. Mhm. Und dann haben Sie ihn gesehen, wie sah er denn aus? Also wirklich sehr, sehr ansprechend, also mhm, sehr, ein wirklich, wie man im Englischen sagt, ein handsome, also sehr ansprechend, sehr hübsch, mhm, sehr gut aussehend. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie waren erfolgreich im Job, Sie haben bei einem Mobilfunkanbieter gearbeitet, im, ja, Vertrieb. Ja. Aber der Job ist ja nicht alles. Sie hatten einen großen Bekanntenkreis. Wie lange waren Sie denn schon ohne feste Beziehung? Ja, bestimmt schon über 10 Jahre. Über also 10 Jahre. 12 Jahre, weil ich halt so im Job sehr viel reisen, ständig in Hotels. Und also natürlich am Wochenende hat man dann einfach Zeit dann für die Freunde. Also man will dann irgendwie, hat man gar keine Zeit, jemand anderes irgendwie kennenzulernen, weil man ja auch im Freundeskreis irgendwo da ja so quasi jetzt nicht gefangen, aber halt im Freundeskreis drin ist. Und da lernt man schlecht dann jemanden kennen. Also das eine ist der Freundeskreis. Mhm. Wie sehr haben Sie sich auch nach jemandem gesehnt, der Ihnen nahe ist, der auf Sie eingeht, der Sie auch begehrt? Sehr, weil die Freunde ist natürlich eine Sache, aber ja, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man viele enge und private Dinge teilt, das ist ja was ganz, ganz anderes, wie zum Beispiel der Freundeskreis. Und dieser Mann, der Ihnen, wie Sie sagen, auf Englisch geschrieben hat, mhm, hat er Ihnen das denn signalisiert, dass er sich interessiert? Oh, dass da sehr sogar. Ja? Also das ging wirklich sehr, also sehr schnell. Also am, mhm, Anfang hat er mir gesagt, sehr viele Nachrichten geschickt, wo ich erst gar nicht drauf geantwortet habe, habe mich erst mal nicht so drauf eingelassen. Er hat nicht aufgegeben, hat immer wieder geschrieben und immer wieder, bis ich dann halt irgendwann mal eben geantwortet habe. Das war eigentlich das Ende meines Lebens. Sie haben dann ja auch stundenlang teilweise mit ihm telefoniert. Auch Videocalls? Videocalls, telefoniert. Das ging bis spät in die Nacht, dass ich irgendwann auch sagen musste, ich muss jetzt abbrechen, weil ich muss arbeiten am nächsten Morgen. Ich muss ins Auto, ich muss Auto fahren, ich muss fit sein. Das geht jetzt nicht mehr. Was hat er denn so über sich erzählt? Alles. Ja? Also er hat alles preisgegeben von sich. Erzählen Sie mal, was haben Sie denn dann erfahren? Also dass er alleinerziehend ist, er hat einen kleinen Sohn und im Moment ist der Sohn halt eben untergebracht in einem Heim und er muss unbedingt irgendwie nach Hause und jetzt hat er diesen Einsatz in Afghanistan. Also er war Soldat? Ja, genau. Amerikanischer Soldat? Ja, mhm, genau, stationiert in Leonberg, mhm, und jetzt halt im Einsatz dort und er will halt nach Hause und er wünscht sich so sehr eine Partnerin und das war für mich halt, ich habe schon irgendwie so ein bisschen meine kleine Familie gesehen. Also das hat sich schon so ein bisschen nach Partnerschaft angefühlt, obwohl Sie ihn eigentlich noch nie persönlich getroffen hatten? Genau. Und er hat mir ja auch dieses Gefühl gegeben. Er hat ja dann auch irgendwann nach ein paar Wochen hat er dann gesagt, also wir löschen jetzt auch über das Partnerportal
unser Account, den löschen wir, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja beide das gefunden, was wir gesucht haben. Also du bist die eine, hat er ihn eigentlich gesagt. Ich bin die eine und keine andere, nur ich. Wie lange hat es denn gedauert, bis er zum ersten Mal um Geld gebeten hat? Es war dann so, dass auf einmal nach 3-4 Monaten der Kontakt abgebrochen ist plötzlich. Ah, ja. Er hat mir dann mitgeteilt, dass er eben in der Zeit, wo er nicht erreichbar war, hat er eben diesen Einsatz gehabt, diesen Außeneinsatz, hat dann eben beobachtet, wie Vorgesetzte eben Zivilisten erschossen haben. Er dann natürlich bedroht wurde und ist dann geflohen. Haben Sie ihm diese Geschichte dann gleich geglaubt? Nein, nee? Erstmal nicht. Also es war schon was... Also es war irgendwie, ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, also was ist das für eine Geschichte? Und da habe ich natürlich auch nachgefragt und nachgehakt und alles. Und er hat mir dann auch zu verstehen gegeben, hey, pass mal auf, ich bin dein Vertrauter. Ich bin hier in einer ganz schlimmen Situation und du hast gesagt, du liebst mich und ich bin jetzt auf der Flucht und ich brauche deine Hilfe. Um wie viel Geld ging es denn? Es hat mit kleinen Beträgen erst angefangen. Kleine Beträge, 3.000 Euro. 3.000 Euro war der Einstieg sozusagen. Genau. Und Sie haben erst gezögert, ja. Aber irgendwann haben Sie es dann doch überwiesen. Ja, also ich habe am Anfang, habe ich ihm sehr schwere Vorwürfe erstmal gemacht, habe gesagt, wir haben uns ja noch nie gesehen. Also du warst noch nie live vor mir. Wie kannst du jemanden, den du eigentlich nicht wirklich kennst, nach Geld fragen? Das machen doch eigentlich nur Betrüger. Und dann fing halt so dieser psychische Druck fing halt dann an. Du liebst mich doch. Ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich würde alles für dich tun. Was ist schon Geld? Geld zählt nicht. Der Mensch zählt. Und obwohl Sie Zweifel hatten, haben Sie es überwiesen. Macht Liebe da auch blind oder sorgt zumindest für eine Sehschwäche? Ja, also die Sache war halt einfach, ich habe dann mich dazu bereit erklärt, es zu überweisen, nachdem er mir halt wirklich auch klar gemacht hat, oder was heißt klar gemacht, mich unter Druck gesetzt hat, wie oberflächlich ich doch wäre. Mhm. Wer jemanden liebt, der hilft. Egal, ob das jetzt Geld ist oder nicht. Und ich wäre ja nur auf Geld aus. Mir wäre ja Geld so wichtig. Also liebe ich ihn ja nicht wirklich und das Kind ja dann in dem Fall auch nicht. Wenn es Menschen nicht gut mit uns meinen und sie spüren aber, wonach wir uns sehnen, haben sie dann leichtes Spiel? Sie haben ein leichtes Spiel und ich denke, das sind auch oft Männer, die Narzissten sind, mit einer hohen suggestiven Kraft. Und wenn das dann noch eine Fernbeziehung ist, sind wir leichter zu täuschen. Goethe sagt einmal so, ich muss mal was Schlaues sagen, Goethe sagt einmal in seinem Roman Wahlverwandtschaften, wir lieben am Anfang nicht unbedingt den anderen, sondern unsere Vorstellung vom anderen. In ja. unsere Projektion sind ja. wir verliebt. Ganz das ist das Material, mit dem die glänzend spielen. Wenn er dann weitergespielt hat, Sie haben gesagt, er hat auch gefordert. Wollte er dann gleich auch noch mehr? Ja, auf jeden Fall. Also dann war dann erstmal wieder eine Pause von, ich weiß nicht, ein paar Wochen. Dann hat er sich wieder gemeldet, dass er jetzt in ein anderes Land, also nach Afrika geflohen ist. Dort hat man festgestellt, wer er ist, aus welchem Grund er hier ist. Und jetzt muss natürlich Geld bezahlt werden, damit er aus dem Land ausreisen darf. Und da fingen halt wirklich die hohen Beträge an. Da ging es dann um 20.000, 25.000 Euro Beträge. Also das ist ja schon, also wenn man das so hört, ich glaube, da fragen sich viele, würde ich das machen? Kann das jedem von uns passieren, dass wir in so eine Geschichte reinraten? Wenn er selber in einer Defizitsituation ist, ich denke 12 Jahre, da ist die Sehnsucht nach einer Beziehung natürlich unendlich groß. Mhm. Also das korrespondiert auch mit einer Sehnsucht in uns. Insofern kann es jedem von uns passieren. Gibt es denn Warnsignale? Ich meine, wenn uns das hier im Nachtcafé, sind viele Menschen heute da, wenn uns sowas passiert, gibt es bestimmte Warnsignale, die uns zeigen, hinter diesem schönen Schein, da steckt, da lauert was Bedrohliches? Ja, ich denke, gerade wenn es so um Geldfragen geht, da kommt ein störendes Element rein. Und da kriegen wir schon Gespür, ist es eigentlich noch Vertrauen? Worum geht es dir eigentlich in Wahrheit? Genau. Wie war das denn, wenn Sie sagen, da waren 10.000, 20.000 Euro plötzlich aufgerufen? Wie war das bei Ihrer Bank? Gingen da auch irgendwelche Alarm?
Signale? Ja, natürlich. Also mein Bankberater, also ich bin wirklich ein sehr gut verdienender Mensch gewesen. Und also ich hatte vollste Vertrauen zu meiner Bank, klar, also die auch zu mir. Und als ich dann plötzlich so hohe Beträge dann abgebucht habe und die überwiesen habe, da hat mein Bankberater mich angerufen und hat auch gesagt, Frau Andrejic, also soll man das wirklich so ausführen? Sind Sie sich wirklich sicher? Soll man das machen? Ich war natürlich absolut überzeugt. Ich habe gesagt, ja, wir machen das so. So, wie ich es jetzt in Auftrag gebe, so machen wir das. Und irgendwann hatten Sie gar kein Geld mehr? Irgendwann war alles weg. Irgendwann haben Sie dann sogar einen Kredit aufgenommen? Ja. Sie waren da so tief drin, dass Sie auch nicht mehr richtig arbeiten konnten? Nein. Sie haben Ihren Job verloren? Ja. Warum gab es nirgendwo den Punkt, dass Sie gesagt haben, so im Nachhinein, und jetzt ist Schluss? Es gab dann irgendwann mal den Punkt, aber der Punkt, der kam dann erst 2 Jahre später. Also das ging wirklich 2 Jahre. Er hat auch nie, also wirklich nie den Kontakt zu mir abgebrochen. Also der Kontakt war immer da. Ich meine, ich habe ihm dann irgendwann mal, nachdem alles weg war, ich ruiniert war, wirklich bis auf... Also eigentlich am Boden. Am Boden. Ich habe meine Wohnung nicht mehr verlassen zum Schluss. Ich habe ungefähr fast 100 Kilo gewogen. Also ich war sehr depressiv. Ich habe nur noch gegessen zu Hause. Ich habe mit niemandem mehr gesprochen. Ich habe den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen, weil die natürlich ja, die haben schon gemerkt, dass ich mich verändere. Immer mehr. Das ist ja nicht so leicht, darüber zu sprechen. Deshalb erstmal danke, dass Sie so offen mit uns darüber sprechen. Als Sie dann nichts mehr hatten, am Boden waren, hat dieser Mann, den Sie da kennengelernt haben, Ihnen einen Kontakt vermittelt, angeblich zu einem Londoner Anwalt. Da sollten Sie ein neues Business starten oder sollten da beteiligt sein. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, pass auf, ich habe zu meinem Freund, zum Harris gesagt, ich bin bankrott, also ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt eine Privatinsolvenz einsetze, weil es geht also nichts mehr. Dann hat er gesagt, er kümmert sich um alles, ich soll mir keine Gedanken machen. Er arbeitet an was, damit ich wieder zu Geld komme, damit ich ihn weiter unterstützen kann. Und dann hat sich dieser Anwalt gemeldet bei mir aus London. Ganz selbstlos sozusagen, ne? Genau, plötzlich hat sich dieser Anwalt gemeldet. Ja, er hat eben von Harris meine Kontaktdaten bekommen, meine Adresse, alles. Er schreibt mich an, er weiß, was passiert ist, er ist jetzt da, um zu helfen. Und Er hat ein tolles Jobangebot, da ich ja im Vertrieb arbeite und eben sehr eloquent bin, was eben diese Vertriebsschiene betrifft. Es wird ein neues Produkt gelauncht in Japan und da könnte ich auf jeden Fall richtig Geld damit verdienen, weil das wird auf jeden Fall gut bezahlt werden und danach wird alles gut. Ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Und Sie sollten mit einem Koffer, in dem dieses Produkt drin sein sollte, nach Japan reisen. Ganz genau. Nun wussten Sie, Harris, sagen Sie, hieß er, seitdem Sie ihn kennengelernt haben, ist Ihr Leben aus den Fugen geraten. Ja. Trotzdem haben Sie sich in das Flugzeug nach Japan gesetzt mit diesem Koffer. Ja. Was für ein Gefühl hatten Sie da oben, 10.000 Meter? Also erstens mal, es war ja dann so, also das waren ja alles Kontakte, also man hat ja dann auch diese Menschen getroffen. Ich habe ja zum Beispiel jemanden eben am Frankfurter Flughafen getroffen mit dem Anzug, einen richtigen Geschäftsmann, der mir dann eben erzählt hat, hier, pass auf, hat mir auch alles gezeigt. Also das hat sich wirklich alles sehr, sehr, sehr legal und sehr glaubwürdig und so, wie es auch sein sollte. Also mit allem, mit Verträgen, mit allem drum und dran. Also sind Sie voller Vertrauen geflogen oder war das schon so ein Gefühl? Nein, erstens mal... Jeder Mensch weiß, man nimmt keinen Koffer von irgendjemandem. Eine Tasche, die einem nicht gehört, macht man nicht. Also das wird ja auch am Flughafen gesagt, passen Sie auf Ihr Gepäck auf. Also man guckt immer auf sein eigenes und alles. Aber ich habe ja dann mich mit dem Mann getroffen, der hat mir den Koffer gezeigt, hat mir die Produkte gezeigt. Also es war wirklich alles perfekt. Ich habe die Produkte genommen, habe sie mir angeguckt, habe gefragt, was ist das? Ja, das ist ein neues Reinigungsprodukt in Japan, das kennt man dort nicht. Es wird gelauncht, also... Alles, wie es sein soll. Sie haben den Koffer mitgenommen, Sie sind nach Japan geflogen, sind ausgestiegen zum Zoll, wurden dort rausgewunken, man hat den Koffer kontrolliert und ein paar Stunden später waren Sie verhaftet. Ja, also ein paar das Stunden nicht, ich habe locker gedacht, 24 Stunden saß ich da drin und wurde 24 Stunden quasi mental, psychisch
quasi misshandelt. Also die sind sehr, sehr aggressiv, die Japaner. Aber was wurde denn gefunden? Also nachdem sie die Produkte raus haben, die da drin waren, haben sie durchgeguckt, haben die getestet, die waren auch in Ordnung. Und dann haben sie ja zu mir gesagt, der Koffer, als die Produkte raus waren, der Koffer ist zu schwer. Und nach, wie gesagt, etlichen Stunden sind sie gekommen mit Schraubenzieher und Zangen und allem und haben dann den Koffer aufgebrochen. Und dann haben sie 3 Pakete mit synthetischen Drogen daraus gezogen. 2,5 Kilo wurde dann erst getestet. Erst hat es nichts angeschlagen. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist es auch alles nichts. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, ich wusste ja schon, jetzt ist es auch vorbei. Jetzt werde ich hier, wenn das das ist, was die behaupten, dann werde ich hier nie wieder wegkommen. Weil ich meine, dass man dann sagt, das ist zwar mein Koffer, aber ich habe mit nichts was zu tun. Das hören die da ja auch öfter. Das hören die jeden Tag. Ja, und genau. Und sie wurden auch verhaftet. Erst kamen sie in Untersuchungshaft. Genau. Sie wurden verhaftet. Dachten Sie, sie sind im falschen Film? Ja. Also man wird ja da quasi von jetzt auf nachher abgeschnitten von der Welt. Man darf mit niemandem mehr kommunizieren. Man darf zu niemandem mehr Kontakt haben. Man darf nur, also irgendwann kommt am nächsten Tag, kommt dann so ein Pflichtverteidiger, ein japanischer, der kein Wort Englisch spricht. Da kommt dann noch eine Übersetzerin mit dabei, die halt Gott sei Dank Deutsch gesprochen hat. Die haben mir dann gleich mal erzählt, also in ihrem Fall, sie bleiben jetzt erstmal 10 Jahre hier. Sie wurden dann zu 8 Jahren Haft verurteilt. Ja. 5 Jahre davon waren Sie auch in Japan im Gefängnis. Ich glaube, wir könnten sehr lange über das reden, was Sie in den 5 Jahren erlebt haben. Aber beschreiben Sie mal so einen typischen Tag in diesem Gefängnis. Also in Japan, das sind Straflager. Also da werden die Menschen systematisch, das ist Kriegsführung, da werden Menschen psychisch misshandelt. Und zwar jeden Tag. Also man muss da arbeiten gehen, man hat gar keine andere Wahl. Man darf nicht sprechen, es ist Sprechverbot. Wer redet, wird bestraft. Die Strafen sind sehr, sehr harte Strafen. Also man ist dann wirklich isoliert 4 Wochen von den anderen. Man geht dann auch nicht mehr arbeiten. Man wird gezwungen in der Zeit, in der man eben, bis man für seine Strafe, für die Strafe, die man begangen hat, bestraft wird, muss man kleine Notizzettel 8 Stunden am Tag reißen. Also man muss die in kleine Fetzen reißen und darf nicht irgendwas anderes tun. Bei all dem, was Sie da erlebt haben, und das wirkt ja noch nach, man spürt es ja, hatten Sie noch Energie für Wut? Also für Wut auf diesen Harris, für Wut auf sich selbst, dass Sie auf ihn reingefallen sind? War also da noch Wut? Vorwürfe, Selbstvorwürfe, die zerstören einen innerlich. Mhm. Also man macht sich so schuldig. Warum? Also, wie konnte mir das nur passieren? Ich bin ja nicht doof. Ich bin doch kein Idiot. Wie konnte mir das nur geschehen? Ich bin so erfolgreich in meinem Job. Wie konnte ich nur... Wieso? Wieso habe ich mich da so die ganze Zeit reinziehen lassen? Und warum habe ich mir die ganze Zeit so schlechtes Gewissen machen lassen von ihm? Weil hier ging es doch um mein Leben. Es ging doch um mich. Sie haben irgendwann einen sogenannten Überstellungsantrag gestellt, dem wurde auch stattgegeben. Und nach 5 Jahren konnten Sie dann nach Deutschland. Ganz genau. Kamen dort dann aber auch erstmal ins Gefängnis, weil man auch das Strafmaß übernommen hatte. Ganz genau. Hatte die Polizei diesen Harris denn, hatte die irgendwas über ihn herausgefunden? Gab es irgendwas? Nein. Also die Polizei hat ja schon, also von meinem Bruder, haben sie ja quasi die ganzen Unterlagen auch bekommen. Die haben ja versucht zu recherchieren, aber... Die sind also auf nichts gestoßen. Der Polizist hat auch zu mir gesagt, wir haben dann irgendwann mal aufgegeben, weil wir sind da einfach nicht weitergekommen. Und von daher, also eine Strafe gibt es für diesen Menschen nicht. Ja, ich hoffe, dass halt irgendwann mal, dass es vielleicht doch irgendwann mal eine Gerechtigkeit gibt für ihn. Keine Ahnung. Im September 22 ist noch gar nicht so lange her, sind Sie dann freigekommen? Ja. Wie geht's Ihnen heute? Also ich befinde mich noch in einer Traumatherapiesitzung. Mhm. Also meine Therapeutin, die hilft mir wirklich sehr. Mhm. Ich hätte gern mehr, weil ich merke, dass ich an manchen Tagen läuft es eben nicht so gut. Aber das ist ja klar. Also ich habe halt immer wieder so Flashbacks halt, also Sachen, wo ich halt erstens mal aufwache und mich immer noch in dieser 4,5 Quadratmeter
Aquariumzelle befinde. Also man wird ja da wirklich in Japan 24 Stunden beobachtet. Also man ist da ja nie alleine. Mhm. Auch die Toilette ist in der Zelle. Man schläft auf dem Boden. Also das wirkt alles noch nach. Ja. Also, wenn wir heute reden, und wir reden ja über, wenn der Schein trügt. Theoretisch, ich sage jetzt nur theoretisch, könnte es ja auch sein, dass Sie mit dem Täter gemeinsame Sache gemacht haben. Theoretisch, weil Sie sind verurteilt worden. Ja. Theoretisch könnte es ja auch sein, dass Sie uns jetzt die Version erzählen, die für Sie am günstigsten ist. Spüren Sie da von anderer Seite manchmal auch so ein Misstrauen, dass man denkt, na, irgendwas wird schon gewesen sein, sonst wäre sie ja nicht ins Gefängnis? Also von meinen Freunden nicht, weil meine Freunde kennen mich alle über 20 Jahre. Ja. Und meine Freunde wissen genau, wer ich bin. Und meine Freunde wissen, dass ich ein absolut zuverlässiger und herzensguter Mensch bin. Wenn irgendwas gefehlt hat, jemand hat Hilfe gebraucht, dann wussten sie immer, dass sie bei mir als erstes anrufen und dass ich halt da bin. Also von den Freunden nicht, aber von außerhalb? Ich rede nicht sehr viel über die Geschichte. Heute bin ich das erste Mal da und ich will hier sein, um Menschen zu warnen, die Opfer werden können von solchen gemeinen, gefährlichen Gruppen, dass, wie gesagt, wer jemanden liebt, der tut sowas nicht und der fragt einen auch nicht nach Geld, egal in welcher Situation er ist. Dann versucht er selber da rauszukommen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute auf diesem Weg zu einem normaleren und auch irgendwann entspannten Leben. Danke. Vielen Dank. Danke. Frau Hohlschumacher, über 50 Jahre gab es für Sie etwas, das Sie verborgen haben. Und das, was Sie verborgen haben und auch allein die Tatsache, dass Sie es so lange getan haben, hat Ihr Leben stark geprägt. Ja. Sie haben zum Beispiel über Jahrzehnte Ihren Stadtteil in Berlin, Neukölln, nicht verlassen. Warum nicht? Weil ich gar nicht mit der Bahn fahren konnte. Ich hätte gar nicht zum Bahnhof Zoo finden können. Ne? Also Sie konnten nicht lesen, Sie konnten nicht schreiben. Und das heißt, so eine U-Bahn ist dann einfach nur verwirrend. Und die ist total verwirrend, weil wo soll ich eigentlich hin? Ja, gab es dann nur so bestimmte Wege, Straßen, die Sie sich eingeprägt haben? Mein Kiez kannte ich gut, Neukölln. Ja. Bin ja da auch groß geworden. Das war das eine, aber wenn ich irgendwo zur Behörde musste, waren sehr viele Schwierigkeiten, weil ich ja gar nichts ausfüllen konnte. Oder geschweige denn, wenn ich zum Arzt gehen musste, konnte ich noch nicht mal den Anamnesebogen ausfüllen. Also wenn man sich das alles vorstellt, das hat ja irgendwann begonnen. Wenn Sie an die Schulzeit denken, da gibt es ja immer mal so Situationen, dass man gebeten wird, was vorzulesen. Wie haben Sie das dann erlebt? Wir waren eine große Familie. Sie haben 8 Geschwister? Ja, 8 Geschwister. Und ich bin die Einzige, die so durchgerutscht ist. Ja, ein gewaltsames Elternhaus. Mein Vater war Alkoholiker. Und meine Mutter ist arbeiten überall gegangen, damit sie uns ernähren konnte. Und in der 3. Klasse sind Sie dann auch in eine Sonderschule? Ja, schon ab der zweiten Klasse. Also ab der 2. Klasse sind Sie dann in eine Sonderschule versetzt worden. Was war denn mit den Lehrerinnen und Lehrern? Haben die denn da mal gesagt, Mensch, du brauchst da Nachhilfe? Oder haben Sie sich mal mit ihnen hingesetzt? Nein. Nee? Wie kam das dazu, dass Sie... die haben uns noch bis zur 8. Klasse beschäftigt. Wir sind in ein Jugendheim gegangen, auf den Spielplatz. Ja, wir haben zwar schon gespielt oder heimlich ein Zigarettchen geraucht, ne? Aber so richtig, ich saß hinten noch im Unterricht in der Klasse. Mir hatte damals auch eine Brille gefehlt. Ich konnte ja nicht von der Tafel dann irgendwie abschreiben. Wussten das die Lehrerinnen und Lehrer? Ich habe das Gefühl, die haben sich gar nicht die Zeit damals interessiert also, für mich. Das ist vielleicht so, manche kennen das von Mathe, ne? Also einmal den Anschluss verloren, dann setzt man sich irgendwie hin, rutscht so durch und sie konnten es dann einfach irgendwann nicht. Und ich hatte ja Neurodermitis, hatte damals diese Tabletten damals genommen und bin auch in der Schule eingeschlafen. Ne? Auch das... haben Sie denn, was hat das mit Ihrem Selbstbewusstsein gemacht? Ich hatte gar kein Selbstbewusstsein. Haben Sie sich geschämt? Ich habe mich geschämt. Ich konnte ja nirgendwo alleine hin. Und heutzutage ist ja alles so schwer. Es geht ja alles über Computer, eine Bewerbung schreiben. Und
ja, irgendwann, mein Arbeitgeber wusste davon. Mhm. Aber ich bin gemobbt worden von einer Arbeitskollegin. Mhm. Ne? Sehr stark gemobbt worden. Du bist doch dumm, du kannst nichts, du bist dusselig und dämlich. Aber ich konnte diese ganzen Arbeiten als Küchenhilfe. Ich konnte auch an der Kasse, habe ich gesessen, habe kassiert. Rechnen konnte ich soweit, ja. Also rechnen ging, ja. Mhm. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass in Deutschland es über 6 Millionen Menschen gibt, die nicht gut oder gar nicht lesen und schreiben können, warum ist es immer noch so ein Tabu? Warum wird immer noch nicht so offen darüber gesprochen? Es ist außerordentlich schambesetzt. Schreiben und Lesen ist eine basale Kulturtechnik. Das ist genauso wie Zähneputzen. Das muss man einfach können. Und das nicht zu können, stigmatisiert einen. Wer gibt das dann schon gern zu? Nebenbei gesagt, es geht auch über den reinen Analphabetismus hinaus. Wir wissen beispielsweise, dass Hauptschüler in der Regel kein Buch lesen können. Nicht mal eine kurze Erzählung, sie können sie nicht wiedergeben. Also wir haben auch eine allgemeine Leseschwäche, auch durch diese ganze Handykultur und Unkultur. Die Lesebereitschaft ist dramatisch zurückgegangen. Aber Analphabetismus ist ein absolutes Stigma. Und ich frage mich auch, warum sie Neurodermitis gehabt haben. Es könnte auch einen psychosomatischen Anteil gehabt haben. Ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl. Das weiß ich nicht. Das kann es krank machen, wenn wir immer was verstecken müssen? Ja. Ja? Absolut, das ist eine Krankheitsursache. Wir kennen das auch von der Depression. Es gibt einen berühmten Satz in der Depressionsforschung. Die Depression ist eine Dame in Schwarz. Wenn sie an deine Türe klopft, weise sie nicht ab, sondern bitte sie an deinen Tisch und höre zu, was sie dir zu sagen hat. Und die wird sagen, hör auf mit deinen Minderwertigkeitskomplexen, mach eine Ausbildung, geh an die Volkshochschule. Natürlich macht das krank. Sie waren ja in Japan auch teilweise durch die Sprachbarriere schon verloren. Ja. Können Sie das so im Ansatz nachvollziehen, was das heißt? Ja, absolut. Ja. Also ich meine, in Japan gibt es ja nur diese Schriftzeichen. Und also das ist alles, da fühlen Sie sich wie ein Analphabet. Man kann nicht lesen, man kann es nicht schreiben, gar nichts. Also das kann ich voll nachvollziehen. Mit 19 sind Sie schwanger geworden. Ja. Ihr Mann hat Sie dann verlassen, als Sie im achten Monat waren. Wenn Sie Brei kaufen wollten und andere Dinge. Ist es richtig, dass Sie, wenn Sie mit Ihrer Tochter ins Krankenhaus gegangen sind, sich teilweise auch einen Verband rumgemacht? Wenn ich bei einem Arzt gegangen bin, habe ich einen Verband umgelegt, ja. Damit Sie nicht... Damit es nicht auffällt, weil ich gerade nicht unterschreiben kann. Und wenn Sie sagen, Sie mussten zum Arzt gehen und diese Formulare ausfüllen, erinnern Sie sich an die Situation, was haben Sie denn natürlich dann gemacht? In der Arztpraxis. Wie ich sagte, den Anamnesebogen. Ich konnte ihn nicht ausfüllen. Und dann? Die Schwester hat mir mit dem Zettel in Wartezimmer gesetzt, füllen Sie es bitte aus. Ja, ich konnte das nicht. Ich saß da, sie ist dreimal reingekommen im Wartezimmer. Frau Holtschumer, haben Sie es jetzt ausgefüllt oder noch nicht? Und beim dritten Mal habe ich ihr hingeschmissen und bin gegangen. In Tränen bin ich rausgegangen, ne, bei einem Arzt. Aber wo ich immer offen und ehrlich war, war für meine Tochter beim Kinderarzt. Und ich bin auch jedes Mal zum Elternabend gegangen. Ich habe alles für meine Tochter getan. Ne? Und sie hat ja das Abitur. Da bin ich richtig stolz. Ja. Können Sie auch. Ihre Tochter hat Sie dann, ja, Sie haben gesagt, in der Familie waren Sie offen, hat Sie dann, als Sie so 10 war, auch immer mal unterstützt? Genau, ich arbeitslos damals war, hat sie mir die Papiere ausgefüllt oder die Post durchgelesen. Mhm. Natürlich ist sie mit 10 Jahren noch nicht perfekt gewesen, aber es hat keinen interessiert damals. Mhm. Ne? Sie haben dann irgendwann auch die Finanzen nicht mehr so ganz überblickt, Sie hatten Schulden, aber... Aber ich konnte keine Zahlkarte ausfüllen. Ja. Irgendwann ist der Zeitpunkt im Leben gekommen, wo ich keine Hilfe mehr haben wollte, wie ich sagte, mit 51. Mit 51 hat sich dann alles verändert. Und ja, aber erstmal musste ich richtig zusammenkrachen. Zusammenkrachen. Begonnen hat es auch damit, dass Ihr Enkelsohn wollte, dass Sie mit ihm Kinderbücher anschauen. Beschreiben Sie uns mal diese Situation, die so vieles in Ihrem Leben verändert hat. Also damals mit meinem Enkel
konnte ihnen ja gar nichts vorlesen. Ne? Ich habe ein Buch genommen, abends wollte eine gute Nachtgeschichte. Ja, Oma kann gut fantasieren, hat sich irgendwie eine Geschichte ausgedacht. Aber er war ja nicht dumm gewesen. Die Mama hat ihn ja abends auch aus dasselbe Buch gelesen. Die hat ja was ganz anderes gelesen als ich. Und irgendwann hat er mich ja auch erwischt bei einem Kochrezept. Er wollte irgendwas haben. Und hat gesagt, naja, Oma, hol das mal aus dem Google raus. Und ich sage, Oma kann das gar nicht. Ne? Schreib, mach du mal. Ja, er hat mich erwischt, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Und er hat gesagt, Oma, es ist nicht so schlimm. Ne? Und dann, wie haben Sie da reagiert, als er das gesagt hat? Ich habe mir, ja, ich hatte ein Befreiungsgefühl, dass er mich nicht auslacht. Dass ich hatte Angst gehabt, dass er mich nicht mehr mag oder so. Ne? Und zur gleichen Zeit bin ich dann mit 51 Jahren zu Lesen und Schreiben e.V. gekommen. Für 2 Jahre habe ich gelernt, da habe ich gedacht, nee, 2 Jahre klappt nicht, geht nicht. Also bin ich in eine Volkshochschule gegangen. Da habe ich noch mal 4 Jahre gelernt, Lesen und Schreiben. Von Montags bis Freitags. Wenn ich mir das hier so vorstelle. 6 Stunden am Tag. Sie war eine erwachsene Frau, Mutter einer Tochter, Großmutter mehrerer Enkelkinder. Als Sie dann nach 2 Jahren Kurs dort, 4 Jahren Kurs dort lesen, schreiben konnten, was hat das in Ihrem Leben verändert? Ja, vor allen Dingen ist jetzt meine Welt bunter geworden. Bunter? Ich kann jetzt ein Buch lesen, ich finde Adressen. Heute ist sowieso alles per Internet. Ich mache vieles jetzt selbstständig, ich fahre allein in Urlaub, was ich gar nicht vorher machen konnte. Also mit jedem Wort, mit allem, was Sie neu verstanden haben, ist Ihre Welt bunter und wieder ein Stück größer geworden? Ja. Und ich gehe auch gerne in der Öffentlichkeit mit dem Bundesverband, mache gerne fürs Grundbildungszentrum in Berlin Reklame. Fürs Bundesverband, da gehen wir auf die Straße, da gibt es von mir selber einen Flyer. Ne? Ist das wie so eine Befreiung? Auch ja, es ist eine Befreiung. Das muss ich echt sagen. Ich fühle mich so befreit. Ich kann heute am Briefkasten gehen und kann die Post bewältigen. Und das ist das, was ein... Frau Schumacher, muss ich mal eine Liebeserklärung machen. Sie sind eine wundervolle Frau. Toll, dass Sie hier sind. Können wir von außen nachvollziehen, was das bedeutet, so lange in so einer Situation zu leben? Wow. Was für eine Pilgerschaft, was für ein Golgatha-Weg, was für eine Ausgrenzung. Und der Minderwertigkeitskomplex ist ja wie ein Krebsgeschwür, der frisst alles auf. Unerhört, dass Sie das überlebt haben, das ist ganz toll. Und wenn Sie jetzt auch noch mal die Liebe finden würden, das wäre noch was ganz besonders Schönes. Wenn man das so hört, ich meine, Sie haben über 50 Jahre da etwas verheimlicht. Ne? Und mit all der Last, die das ja für Sie bedeutet hat, mit dieser Enge, die das ausgelöst hat. Und jetzt gehen Sie raus und erzählen es allen. Warum gehen Sie jetzt nach draußen damit? Ich gehe nach draußen, weil es noch 6,5 Millionen Menschen da draußen sind, also die können nicht richtig lesen und schreiben. Und dass die endlich sagen, ich gehe jetzt in Kurs. Es lohnt sich ja in jedem Alter noch zu lernen. Na? Danke dafür, dass Sie so offen über etwas geredet haben, was so viele Menschen betrifft. Vielen Dank, Frau Hofstetter. Vielen Dank. Für Sie war das ja eine Befreiung, endlich offen sein zu können. Haben wir auf der anderen Seite auch manchmal das Recht auf ein Geheimnis? Zweifellos. Also es gibt natürlich auch Bagatellen und es gibt Dinge, die wir nicht unbedingt preisgeben wollen. Ja, das ist legitim. Ich bin ein miserabler Koch, ich bin unsportlich, habe 2 linke Hände. Das erzähle ich auch nicht jedem. Nein, ich bin the Master of Universe. Ja. Aber ab wann wird denn ein Geheimnis zur Täuschung und auch eine Täuschung zum Problem? Wenn wir unser Wesen verleugnen, wenn wir Wesentliches von uns nicht preisgeben, dann wird es schmerzhaft für uns und es wird eine Täuschung der Umgebung. Also da kommt schon auf die Qualität auch drauf an.
Herr Kessler, bei Ihnen wurde diese Täuschung zum Problem. Sie haben lange nach außen ein ganz tadelloses Leben geführt. Richtig. Ich betone nach außen, denn Sie waren gleichzeitig spielsüchtig und diese Sucht hat Sie irgendwann ins Gefängnis gebracht. Genau. Sie sind heute auch als Freigänger hier im Nachtcafé. Wann müssen Sie zurück sein im Freigängerheim? Also ich gehe direkt nach der Sendung zurück. Ja. Und melde mich dann wieder im Freigängerheim und morgen dann ganz normal wieder zu meiner Arbeit. Wann endet Ihre Haftzeit voraussichtlich? Es gibt zwei Termine. Der frühestmögliche wäre Anfang Juli und der nächste danach wäre dann Anfang Dezember. Das ist jetzt aber eine Entscheidung, die das Landgericht, das Zuständige, da noch entscheiden muss. Erinnern Sie sich denn daran, wann Sie das erste Mal mit Sportwetten, darum ging es bei Ihnen, genau, in Kontakt gekommen sind? Ja, das war bei mir eigentlich, ich kann es jetzt nicht auf den Tag genau sagen, aber es war zu Beginn meiner Berufsausbildung. Im Jahr 2005 habe ich bei einem großen deutschen Eisenbahnunternehmen eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann begonnen und habe dann ganz klassisch, wie man es eigentlich kennt, in so einer Büro-Tipprunde ganz normale Bundesliga-Tipps gewettet und hat man dann 5 Euro, 10 Euro halt in so eine Kasse geworfen und dann hat es einer übernommen, hat die Auswertungen gemacht und dann hat man mal was gewonnen, man hat natürlich auch was verloren. Ich habe daran aber irgendwie dann Gefallen gefunden, habe dann auch immer während meiner Ausbildungszeit gependelt zwischen meinem Wohnort und der Ausbildungsstelle, hatte dann immer genügend Zeit noch beim Umsteigen, auch dann an den Kiosken anzufangen mit Sportwetten. Irgendwann waren es dann auch die Wettbüros? Genau, die Wettbüros waren es dann, wo ich dann halt 18 war, wo ich dann rein durfte. Parallel dazu ging es dann aber auch schon mit dem Smartphone los zu wetten. Und so hat sich das kontinuierlich gesteigert. Welche Rolle hat dann irgendwann dieses Wetten in Ihrem Leben eingenommen? Ja, die Sportwetten waren eigentlich mit dem Tagesablauf integriert. Also, da ich im Schichtdienst arbeite, hatte ich dann vor der Schicht zum Beispiel die Möglichkeit, ins Wettbüro zu gehen, zu spielen, dann zur Arbeit, dann nach der Arbeit dementsprechend noch mal ins Wettbüro zu gehen. Dazu kam dann noch, dass in unserem Wohnort auch eine Filiale aufgemacht hatte von einem Wettbüroanbieter. Und das war natürlich dann, ja, in Anführungszeichen optimal, dahin zu gehen und dann zu spielen. Haben Sie anderen davon erzählt? Ja, also meine Frau und Bekannte wussten schon, dass ich Sportwetten mache. Aber dass es so eine Bedeutung für Sie hatte? Nein, das nicht. Und ich habe auch immer nur natürlich die positiven Sachen erzählt, also wenn ich was gewonnen habe. Aber ich habe natürlich viel mehr verloren, wie ich gewonnen habe. Aber das kam nie zur Sprache. Hatten Sie ein schlechtes Gewissen, dass Sie Ihrer Frau das nicht erzählt haben? Wenn ich im Nachhinein nachdenke, natürlich. Weil vor allem, wenn man dann noch erfährt, was alles daraus noch entstanden ist, ist es natürlich ein sehr schlechtes Gewissen. Aber zu dem Zeitpunkt war es gar nicht. Kein schlechtes Gewissen. Das war wie ein Tunnelblick. Und die Sportwetten, wie gesagt, die waren ein Teil vom Tagesablauf, Montag bis Sonntags. Ja. Welche Strategien gibt es von Suchtkranken, so ihr Umfeld zu täuschen? Und Lügen, Lügen, nochmal Lügen. Die Sucht ist eine Lüge gegen sich selbst und ist eine Lüge von der Umgebung. Genau. Und irgendwann wird das, was am Anfang noch spannend war, wird habituell, es wird Gewohnheit. Und dann ist die Sucht tatsächlich verselbstständigt. Dann sehen wir uns mal an, wie das bei Ihnen war. Ja. Sie haben als Rettungssanitäter gearbeitet. Sie waren dann auch ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagiert. Sie haben irgendwann geheiratet. Sie sind Vater geworden. War das nach außen ein ganz geordnetes Leben? Ja, also es war nach außen eine Familie, wie sie funktionieren muss. Also es weiß ich nicht, ob es jemand aufgefallen ist, dass das Wetten immer mehr geworden ist. Letztendlich war dann der Tag X mit der Inhaftierung, wo es dann wirklich rauskam, letztendlich. Bleiben wir noch mal vorher. Mhm. Wie viel haben Sie denn dann pro Tag so ungefähr? Ja, also angefangen hat es mit 50 bis 100 Euro dann, hat sich dann aber hochgesteigert bis einen Tag vor der Inhaftierung bis 200 bis 400 Euro täglich. Und was ist dann zusammengekommen und wie sind Sie an das Geld gekommen? Ja, also das ist natürlich auch der Grund, warum ich dann rechtsmäßig verurteilt wurde. Ich leugne das auch nicht. Die Taten sind entstanden, die gebe ich auch zu, habe ich auch vor Gericht zugegeben. Ich hatte dann Warenkreditbetrug begangen, so nennt man das. Das heißt, ich habe Waren eingekauft, habe die weiterverkauft, habe aber dann den Lieferanten nur noch teilweise oder am Schluss gar nicht mehr seine Rechnung bezahlt, habe aber natürlich durch den Verkauf, was aber immer unterpreisig war, also ich habe nie einen Gewinn gemacht durch den Verkauf, ich hatte dann einfach nur schnelles Geld zum Spielen. Ja, und es lief dann Ware einkaufen, günstig weiterverkaufen, das Geld sofort verzockt. Hatten Sie dann nicht Sorge, dass irgendwann die Gläubiger bei Ihnen vor der Tür stehen und klingeln? Kam es vor. Also Gläubiger haben geklingelt. Gläubiger haben teilweise sogar beim Feuerwehrkommandanten angerufen und gefragt, ob ich derjenige bin, wo dort in der Feuerwehr ist. Gab es. Gab auch Gläubiger, die
bei uns an der Haustür standen. Und auch gab einen Gläubiger, der da schon recht aggressiv war. Und wie haben Sie das alles von Ihrer Frau so ferngehalten, dass sie das nicht so wahrgenommen hat? Ja, ich habe das immer alles verschönigt. Ich habe mir, wie Herr Jung schon gesagt hat, da immer irgendwelche Lügen überlegt. Und meine Frau hat mir halt vertraut. Und ist richtig, dass Sie auch die Klingel irgendwann einfach abgestellt haben? Richtig, ich habe die Klingel abgeschaltet. Also, dass wenn jemand an der Haustüre klingelt, dass der Klingelton gar nicht bei uns in der Wohnung ausgelöst wird. Wie war das denn so von Ihrem inneren Erleben? Dachten Sie irgendwie noch, ach, ich bin ja irgendwie ein toller Hecht, dass ich das so organisiert kriege? Oder waren Sie schon mehr mit Selbstzweifeln unterwegs? Nein, ich, ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also, einfach raus, so wie es war. Ja, ja, klar. Also ich habe schon immer gedacht, ja, das funktioniert ja so, das System. Ja. Und irgendwann habe ich so viel Gewinn, dass ich die ganzen Schulden auf einmal zurückzahlen kann. Das war ja halt immer so das, was in der Ferne im Kopf war. Ja. Was natürlich nie funktioniert, weil es ist halt ein Glücksspiel. Ja. Man gewinnt natürlich mal was, aber man kann nicht sagen, Mannschaft X gegen Y geht so aus. Wenn es so wäre, dann ist halt Glück. Ja. Es ist ja eskaliert. Es kam dann irgendwann auch die Polizei vorbei, eine Hausdurchsuchung. Richtig. Korrekt. Ihre Frau war auch zu Hause? Ja, ich war schon auf Arbeit und meine Großmutter, die im selben Haus gewohnt hat und auch jetzt noch wohnt, hat mir dann eine SMS geschrieben. Die Polizei hat bei ihr geklingelt, weil bei uns natürlich niemand aufgemacht hat, weil die Klingel aus war. Und sie würden gern Zugang zu der Wohnung haben und hätten einen Durchsuchungsbeschluss und würden halt Ware sichern, wenn sie noch da wäre, die da halt gekauft wurde. Dann bin ich heimgefahren von der Arbeit, habe bei der Arbeit gesagt, meine Kleine hätte einen Fieberkrampf, ich muss schnell weg. Bin dann auch weg, bin nach Hause gefahren, habe der Polizei den Zutritt zur Wohnung verschafft, war da auch kooperativ, weil ich habe auch alles, was die wollten, ich habe alles hingelegt an Unterlagen etc. Ja, und meine Frau war zu dem Zeitpunkt noch mit unserer Kleinen im Bett und dann ist eine Polizistin, die da dabei war, ist mit mir dann in das Obergeschoss, ins Schlafzimmer und dann wurde meine Frau sozusagen mit mir und der Polizistin geweckt. Das war natürlich dann ein Schock. Logischerweise, meine Frau wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ich habe sie dann versucht zu erklären. Ja. Also sie haben sie dann wieder irgendwie... Irgendwie gelingt, ja. Irgendwie was? Gelingt halt irgendwie wieder was erzählt, dass sie es glaubt, es wäre nicht so, wie es ist. Und wie haben Sie dafür gesorgt, dass sie die Post nicht sieht, die an Sie adressiert war? Ja, also da meine Großmutter ja im selben Gebäude gewohnt hat, hatte sie auch einen Zweitschlüssel vom Briefkasten. Und ich habe dann immer dafür gesorgt, dass wenn ich auf Arbeit war, dass meine Großmutter die Post rausnimmt und bei sich lagert und ich sie dann abhole, wenn ich von der Arbeit komme. Also ein richtiges organisiertes Lügensystem, wie Sie gesagt haben. Ja, richtig. Nun muss man sagen, Sie haben ja da auch das Geld der Familie verspielt. Die ganze Existenz der Familie in Gefahr gebracht. Von außen betrachtet kann man da eigentlich nur aufgebracht sein, dass sowas passiert. Muss man sich auf der anderen Seite klar machen, dass wir über eine Spielsucht reden? Ja, dass man erkennt, ich bin süchtig. Ganz klassisch ist es beim Alkoholiker. Der beginnt in dem Moment zu heilen, wo er sagt, ich, Franz, bin Alkoholiker. Ich bin alkoholkrank, das muss sein. Ich hätte noch eine Frage. Wenn du jetzt rauskommst, die Sucht geht zu Ende. Ich denke, da bist du ein gestraftes Kind. Ja. Geht es auch darum, dass du einen neuen Sinn deines Lebens entwickelst, wo es sich zu leben lohnt? Ja, definitiv. Meine Frau und meine Tochter, ja, die sind das Wichtigste in meinem Leben. Und ich bin auch froh darüber, dass sie mir die zweite Chance geben nach der Haftentlassung und dass wir wirklich bei Null einen Neustart machen. Ja. Und ich möchte auch ganz ehrlich mit dem ganzen Sportwetten- und Wettsystem nichts mehr zu tun haben. Habe mich auch präventiv überall sperren lassen durch die diversen Sperrsysteme, die es mittlerweile gibt. Sehr gut. Und habe auch die gesamte Geschichte nochmal aufgearbeitet, indem ich ein Buch über meine Geschichte geschrieben habe. Und die Haft hat mir wirklich die Augen geöffnet. Also gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück gerade. Mhm. Weil wir sind ja noch an dem Punkt, dass Sie dieses Lügengebilde aufgebaut haben. Richtig. Wie war das denn? Irgendwann war, Sie haben ja sogar Bewährungsauflagen bekommen, es gab Gerichtsverhandlungen und irgendwann war klar, Sie müssen in Haft. In welcher Situation hat Ihre Frau dann die ganze Wahrheit erfahren und wie hat sie darauf reagiert? Ja, letztendlich hatte ich dann irgendwann halt eine Ladung zum Haftantritt bekommen, also weil ich ja sozusagen als Erstinhaftierter gelte, habe ich dann eine Ladung bekommen, am Tag XY soll ich mich bei der JVA melden. Das musste ich dann natürlich irgendwie meiner Frau sagen, weil es war ja klar, wenn ich mich nicht stellen werde, dann werde ich abgeholt, dann bin ich weg. Ja, und dann ging die Reise los. Und ist Ihnen da dann klar geworden, was Sie für einen großen Fehler gemacht haben? Da eher noch nicht. Also
meine Reise ging dann über Stuttgart-Stammheim, Bruchsal, letztendlich nach Ulm. Als ich dann in Ulm ankam und die Türe hinter mir zu war, habe ich mir erst mal richtig Gedanken gemacht, warum bin ich jetzt eigentlich hier und was habe ich mir jetzt alles verbaut. Ja. Wie viel Geld haben Sie insgesamt verspielt? Also wenn man es hochrechnet, kommt schon eine 500.000 Euro zusammen. Eine 500.000. Jetzt sind Sie seit 2 Jahren in Haft, leben mittlerweile in diesem Freigängerheim. Richtig. Wie läuft es denn in Ihrer Ehe? Kann Ihre Frau Ihnen wieder vertrauen? Ich denke, es ist noch schwierig für Sie, mir zu vertrauen. Das muss man einfach langsam wieder antasten. Ja. Ja, es gibt schon ab und zu auch noch kleinere Streitigkeiten zwischen uns. Ich denke, das ist aber in jeder Ehe so. Aber natürlich, sie hat natürlich Angst, dass es irgendwie wieder Rückfälle gibt. Aber sie gibt Ihnen diese zweite Chance? Ja, definitiv. Und da bin ich echt froh drüber. Und auch die Schwiegereltern, die stehen da hinter mir. Ja, richtig. Frau Wöllisch, wenn es jemand geschafft hat, über Jahre so ein Doppelleben zu führen, könnten Sie Ihr Herz gleich wieder aufmachen und vertrauen? Oder wird Ihnen das schwerfallen? Nee, ich glaube schon. Also klar, braucht man natürlich Zeit dafür, aber ich denke schon, dass man das machen kann. Es gibt ja dieses alte Sprichwort, Herr Jung, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Wie kann man Vertrauen wieder aufbauen? Ich denke, durch eine Fülle von vertrauensbildenden Maßnahmen. Und es braucht genau Zeit, wie Sie auch sagen. Das ist wichtig. Aber es gibt auch natürlich das Gegenwort, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ob man religiös oder nicht religiös ist, ist eine tiefe psychologische Wahrheit. Und es ist toll, dass Ihre Frau sich darauf einlässt. Da kannst du dankbar sein. Ja. Großartig. Ja. Danke. Was haben Sie verpasst, als Sie im Gefängnis waren? Gut, die Kindergartenzeit meiner Tochter, die habe ich leider komplett verpasst, dann auch durch Corona-Lockdowns innerhalb der Justiz. Ja, jetzt ist sie 6 Jahre alt, kommt im September in die Schule und ich hoffe, dass das Gericht dann dementsprechend entscheidet, dass ich wirklich von Anfang an die Schulzeit miterleben kann. Ja. Wie viel Sorge haben Sie selbst und natürlich auch Ihre Frau, Ihre Familie, dass wenn Sie wieder rauskommen, die Tage frei gestalten können, dass dieses Wettbüro dann wieder einen Sog auf Sie ausübt? Also mich selber zieht es gar nicht an. Wenn ich auch jetzt durch die Stadt gehe oder zu Hause mit der Familie in der Stadt bin und ein Wettbüro sehe, da habe ich gar kein Interesse mehr daran. Was auch stark nachgelassen hat, ist mein Interesse, Fußball-Bundesliga anzuschauen. Das war früher eigentlich immer so, Sportschau etc. Aber da habe ich gar kein Interesse mehr daran. Ja, da, weil ich wahrscheinlich im Inneren merkt, das hat mich damals mit hin zu den Sportwetten geführt und mittlerweile ich ja reflektiert habe, was das Ganze kaputt gemacht hat. Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor? Ja, glückliches Familienleben, der Job weiter so zu machen, wie ich ihn jetzt mache, das bin ich auch sehr dankbar meinem Arbeitgeber, dass das funktioniert hat, mich aufgrund auch der Vorstrafe einzustellen und dann möchte ich vielleicht dann auch am letztendlichen Wohnort dann wieder in eine freiwillige Feuerwehr eintreten und einfach das Leben wieder so beginnen. Ja. Vielen Dank, Herr Kessler. Ich denke, wir alle. Und wir alle wünschen Ihnen wirklich, dass sich auch im Sinne Ihrer Tochter, auch im Sinne Ihrer Frau, dass sich die Sucht nicht wieder zwischen Sie und die Familie drängt und dass Sie einfach wieder neu anfangen können. Ja. Vielen Dank, danke. Herr Kessler. Frau Wöllisch, auch mit Ihnen reden wir darüber, wie Bilder, die wir uns von Menschen machen, uns auch im Weg stehen können. Sie sind eine erfolgreiche Schauspielerin. Man kennt Sie beispielsweise aus dem sehr erfolgreichen Kinofilm Die Goldfische. Da haben Sie an der Seite von Tom Schilling gespielt, von Jella Haase. Sie sind im festen Ensemble eines sehr renommierten Theaters, dem Münchner Kammerspielen. Wann ist denn diese Leidenschaft fürs Schauspiel entstanden? Ging das schon so in Kindertagen los? Ja, allerdings. Ich habe im Kindesalter angefangen und habe ganz viel gemacht. Ich habe getanzt und da wurde auch fast jede Sache aufgezeichnet. Und man kann schon sagen, dass mein Opa und ich haben halt immer halt sehr viel gemacht. Und er hat mich so zum Schauspielern gebracht, dass wir miteinander gespielt haben und er hatte auch ein ganz uraltes Aufnahmegerät, wo wir Sachen aufgenommen haben. Da habe ich schon selber gemerkt, dass es mir Spaß macht, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.
und dass ich ja doch bekannt, als ich eigentlich bin. Ist es das, was Sie so lieben, dieses in verschiedene Rollen schlüpfen, unterschiedliche Persönlichkeiten so? Ja, ja? Schon. Ja. Das ist es? Genau, und damals habe ich natürlich noch nicht gemerkt, also beziehungsweise war es halt so hobbymäßig, dass es halt sehr viel Spaß macht und so, aber so richtig, ja, als Beruf konnte ich mir das überhaupt noch gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann 2014, beziehungsweise 2013, kam ich zur Freibühne München, das ist das erste inklusive Theater München, wo ich eine dreijährige Ausbildung gemacht habe und 2018, ja, vollendet habe. Und da habe ich dann noch mehr gemerkt, dass ich so viel gelernt habe, dass ich über viele Künstler gelernt habe und ja, dass ich da noch mehr gesehen habe, weil ich noch mehr kann. Und wie ist es so, wenn Sie in eine Rolle schlüpfen, auf der Bühne stehen und Sie nachher merken, das hat den Menschen was gegeben? Ja, also ich freue mich natürlich immer, dass das Publikum oder beziehungsweise dass meine Fans sich immer freuen, wenn ich auf der Bühne stehe. Das merke ich sehr, sehr oft, dass ich dann auf einmal 10 Applaus bekomme, wenn ich gerade mit meinem Text die Show eröffne. Also es freut mich so, so zu sehr, dass, ja, da kommen auch gleich die Tränen, dass ich meine Fans glücklich mache mit dem, was ich ja mache. Mhm. Es ging ja los. Ich finde das erstmal toll, dass Sie das so formulieren. Es ging also los mit dem Oka, dann gab es diese Ausbildung, die Erkenntnis, oh, ich kann da was, das ist genau das, was ich mache. Dann kam, wie gesagt, dieser sehr erfolgreiche Film Die Goldfische. Was hat der noch mal in Ihrem Leben verändert? Alles, kann man sagen. Also, also vom Theater her wenig, aber es hat sich wirklich was getan. Also ich habe eher gedacht, so, dass ich ja mit einem kleinen Film starte und so erst ein bisschen so reinkomme, aber es war eine riesengroße, tolle Erfahrung, dass ich mit, ich habe mit namhaften Schauspielern aus deutschen Film- und Fernsehbereichen gedreht, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich da hinkomme. Und alle waren so super herzlich, haben mich so angenommen, wie ich bin, weil mit jemandem zu arbeiten, der das Down-Syndrom hat, ist ja auch mal wieder was anderes. Mhm. Und wie ich mit dem umgehe, aber gar nicht gemerkt, nein. Also wir waren immer gut miteinander am Set und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wollen ja nicht nur über die Schauspielerei reden, sondern wir wollen sie auch in Aktion sehen. 3 kurze Ausschnitte und der erste gleich ist aus diesem Erfolgsfilm Die Goldfische. So. Oh, das steht Ihnen aber gut. Ja. Yeah. Ist bequem? Ja, super. Sehr gut, jetzt machen wir noch so. Ich bin fertig. Hey, ja, toll, super. Ja. Sieht gut aus, oder? Mhm. Ja. Remy, geh mal zur Seite. Können wir jetzt gehen, Franzi? Ah, ich würde Ihnen gerne noch ein paar Schuhe zeigen. Im Gefängnis dann. Haben Sie mir die Sachen abgenommen. Es war schrecklich. Keine Nacht hat sie meine Ruhe. Im Fernsehen habe ich auch mal einen Beitrag gesehen, wo erst bei der Geburt rauskam, dass das Kind krank war. Oh Gott. Was meinst du mit krank? Naja, die war so wie du. Du meinst, das Kind hatte auch ein Pfannkuchengesicht wie ich? Das hast du jetzt gesagt. Trisomie 21 ist keine Krankheit. Ich bin einfach nur anders. In diesem Erfolgsfilm haben Sie ja die Franzi Meier gespielt, die Trisomie 21 hat. Also Sie haben selbst gesagt, viele kennen das unter Down-Syndrom. Nach diesem großen Erfolg, wie war das dann? Haben Sie dann auch, manchmal ist es ja so, nach dem Erfolg auch ähnliche Rollen wieder angeboten bekommen, die also auch Rollen waren von Frauen, die mit dem Down-Syndrom leben? Ja, Entschuldigung. Ja, also im Film war es schon so, dass ich da sehr viele Rollen bekommen habe, die so auf das gleiche Schema beziehen. Mhm. Und aber es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, dass ich halt im Fernsehen bis jetzt immer eine Rolle hatte, die halt eben sich nur auf das Thema Down-Syndrom sich beziehen haben und ja auch sehr oft auf das Thema
Ja, dass ich zum ersten Mal ausziehen will, dass ich einen Freund hat, dass ich schwanger wird, war ein bisschen, ja, für mich sehr traurig, ja. Also so zwei Seiten, ne? Auf der einen Seite höre ich so raus, dieses Gefühl, auf diese Rollen reduziert zu werden. Auf der anderen Seite ist es gut, dass man auch über Biografien Menschen mit Down-Syndrom sieht und sie differenziert und dass sie auch sichtbarer sind. Die sind so die beiden Seiten. Genau. Ja, im Theater ist das ja ganz anders. Also da spielen Sie ganz viele Rollen, die mit Ihrer Beeinträchtigung gar nichts zu tun haben. Sie haben die Ophelia im Hamlet gespielt. Aktuell sind Sie in einem Stück über die Münchner Frauenbewegung zu sehen. Ist das Theater da auch weiter als das Filmbusiness? Also sieht man Sie da einfach als talentierte Schauspielerin? Ja, also ich finde schon, dass Theater da viel weiter ist, dass ich da noch mehr von mir zeigen kann, dass ich da dass ich von einer Rolle spiele, die gar nicht mehr lebt und nur für ihren Vater lebt. Und das ist zum Beispiel eine Rolle, die ich auch außerhalb spiele, in Karlsruhe, in dem Stück Bedürf Roses. Und aber auch Rollen, die eine dunkle Macht haben, die einfach noch vielschichtiger sind, wo sie noch mehr von sich zeigen können. Genau. Auch, ne? Sie arbeiten in München. Leben Sie auch in München? Es ist ja nicht so leicht, in München Wohnungen zu finden, wie man so hört. Aber leben Sie auch in München? Ja, allerdings, ich wohne in München. Mhm. Ich bin am Starnbergersee aufgewachsen, in Tutzi, das ist im Dorf nebenan. Und und im Corona-Jahr 2020 bin ich dann nach München in eine eigene Wohnung ausgezogen. Leben Sie allein oder in Partnerschaft, in der WG, also in der eigenen? Nee, also ich habe klar natürlich WGs angeschaut, aber erstens hat es mir nicht gefallen und zweitens auch mir bei Beruf würde das nicht funktionieren. Und ja, deswegen habe ich mich dann doch entschieden, selbstständig in einer Wohnung zu leben. Sie haben gerade auch mal in so einem Nebensatz gesagt, als Sie über die Dreharbeiten gesprochen haben, die haben mich so genommen, wie ich bin. Haben Sie auch manchmal noch die Erfahrung so im Alltag, dass Menschen Ihnen mit Vorurteilen begegnen oder verunsichert sind, wie Sie umgehen sollen mit ihnen? Ja, manchmal schon. Manchmal gibt es schon Menschen, die mich schräg anschauen oder beziehungsweise wie soll ich sagen, ich glaube einfach, dass es für die schwierig ist, mit jemandem zu kommunizieren, die halt eben eine Beeinträchtigung hat. Mhm. Ja, denke schon. Können denn Menschen wie Frau Wöllisch auch Vorurteile aufbrechen, einfach weil sie so sind, wie sie sind? Ja, ich denke, jeder, der sie kennenlernt, als kluge junge Frau, der wird sie liebevoll anschauen. Und sie schlagen da eine Bresche rein in die Vorurteile. Das ist das Kostbarste, was sie überhaupt tun können. Dankeschön. Fühlen Sie sich in dem, was Sie tun, auch als eine Art Vorbild? Ja, schon. Ich fühle mich da sehr stark als Vorbilderin. Also ich glaube auch, weil ich... ich weiß, es gibt jetzt nicht so viele Schauspieler mit Down-Syndrom. Ich kenne keinen eigentlich genau. Und ich glaube, dass ich da wirklich das in mir trage, dass ich eben als Frontfrau für alle Leute mit Down-Syndrom, also nicht nur mit Down-Syndrom, aber halt als Frontfrau für alle mit einer Beeinträchtigung dastehe und mich so in der Welt präsentiere. Auch weil Sie damit anderen zeigen, also anderen Menschen mit Beeinträchtigung, es geht. Auch das ist ein Beruf, der lebbar ist. Ja. Ja. Also ich stehe dafür, dass ich jedem zeigen möchte, dass es eben klappt, dass im Kino zum Beispiel, dass ich zeige, dass wir jetzt egal mit welcher Einschränkung wir leben, dass wir genauso auf die Arbeit gehören wie alle anderen Menschen auch. Fühlen Sie, wenn Sie das so haben, heute sind Sie hier, fühlen Sie sich auch wohl im Rampenlicht?
Ja, schon. Das sollst du nicht machen. Also. Kann man ruhig so sagen. Vielen Dank, Luisa Wöllisch, und weiterhin viel Erfolg. Frau Ruschmeier, bei Ihnen kommen wir noch mal zu einer beängstigenden Form von Wenn der Schein trügt. Sie sitzen mir ja jetzt hier ganz real gegenüber. Auf der anderen Seite gab es im Internet, man kann fast sagen, eine Doppelgängerin, die ein Eigenleben geführt hat. Haben Sie davon was geahnt? Tatsächlich gar nicht. Also ich bin ja mit dem Täter, also es war ja keine Frau, ich bin mit dem Täter selber in die Klasse gegangen und habe mich auch ab und zu mit ihm unterhalten, war eigentlich ein ganz zurückhaltender junger Kerl. Deswegen hatte ich nie irgendwie die Ahnung, dass da irgendwas im Hintergrund sein könnte. Er hat ja dann diese Figur mit ihren Fotos entworfen, damit wir so uns Stück für Stück entschlüsseln. Aber noch mal ein Stück zurück. Wie haben Sie sich denn bis dahin im Internet bewegt? Also waren Sie da sehr aktiv? Gab es viele Fotos von Ihnen? Eigentlich war ich sehr aktiv, ja. Also ich hatte immer so einen kleinen Traum, so auf die Modelschiene zu gehen. Mhm. Habe dann aber nur spaßeshalber für mich Fotoshootings gemacht. Habe dann eben auch selber aussuchen können, welche Bilder ich ins Internet stellen möchte und welche nicht. Und mir hat das gefallen, dass das anderen Leuten auch gefallen hatte, was sie sehen. Das war Aber Sie waren jetzt keine Influencerin oder so und mega aktiv. Nein. Ab und zu freudigen Ereignissen haben Sie dann doch mal was gepostet. Genau. So auch am 25. Juli 2020. Was ist da passiert? Ich hatte da meinen Mietvertrag unterschrieben für eine Wohnung in Stuttgart. Da sollte ich hinziehen für meine Ausbildung als Kosmetikerin. Und da habe ich die Deckseite von dem Mietvertrag mit meiner Unterschrift als Story auf Instagram gepostet gehabt. Ohne Adresse, ohne natürlich, weil das weiß ich, macht man nicht. Aber da war halt meine Unterschrift zu sehen und da stand Mietvertrag drauf. Und daraufhin haben Sie eine rätselhafte Nachricht bekommen. Erzählen Sie mal, was war das für eine Nachricht? Richtig. Ich hatte das gepostet, ganz normal, und habe dann auch ein paar Nachrichten bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und irgendwann ist dann eine Nachricht aufgeploppt von einer fremden Person. Und da stand dann drin, studierst du gar nicht mehr in Genf? Und hier sehen wir übrigens gerade das. Warum ziehst du nach Stuttgart? Bist du fertig mit dem Studium? Also das war diese Nachricht. Genau, das war diese Nachricht. Mhm. Ja. Und daraufhin habe ich dann eben geantwortet, welches Studium denn? Also ich studiere ja gar nicht und auch nicht in, ich meine, es war Genf. Und dann hat er gesagt, ach so, weil du hattest das irgendwie erzählt, auf Kick. Und dann war ich, ach, ich kenne eigentlich diese Plattform Kick gar nicht wirklich. Und dieser Mann hat Ihnen dann aber noch mal einen Zutritt, weil Sie mit Ihrem eigenen Namen gar nicht drauf kamen, zu dieser Plattform verschafft. Und was haben Sie da gesehen auf den ersten Blick? Bei der Plattform war ich mal angemeldet, weil ich 1,5 Jahre vorher schon mal eine ziemlich komische Nachricht auf Facebook bekommen hatte von einer anderen fremden Person, ob ich nicht zurück in die Kick-Gruppe kommen möchte. Da hatte ich dann auch darauf geantwortet, ich habe gar keinen Kick und ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Hat sich dann aber einfach für mich verlaufen, weil also ich habe mir dann ein Profil erstellt auf Kick, einfach mit einem schwarzen Profilbild und Name Punkt, Punkt, Punkt. Also da war schon mal eine Irritation, aber Sie haben jetzt keinen Grund gesehen, der nachzugehen sozusagen. Ich hatte probiert, mich da anzumelden und auch in Gruppen reinzukommen, aber weil ich eben kein Gesicht hatte auf dem Profilbild, keinen richtigen Namen hatte, wurde ich nicht aufgenommen in diesen Gruppen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann hat halt jemand meinen Namen verwendet und ein Bild von meinem Instagram genommen und dann ist es in Ordnung, dann wird sich das wohl irgendwie verlaufen. Und dann kam eben 1,5 Jahre später die Nachricht auf Instagram. Und wie ging es dann weiter an diesem Abend? Ich habe dann erst mit der Person, die mir diese Nachricht geschrieben hatte, weitergeschrieben, habe der Sprachnachricht geschickt. Hey, das ist meine Stimme, ich weiß nicht, vielleicht hat die andere Person dir auch was geschickt. Mhm. Nur, dass du weißt, dass das nicht ich bin, könntest du mir dann vielleicht mal sagen, was da geschrieben wurde oder so. Und dann hat die Person gemeint, ja, jetzt schreibst du mir auf Kick, dass ich dir eigentlich gar nicht mehr hier auf Instagram schreiben soll und da bist du total unfreundlich und hier scheinst du eigentlich ganz nett zu sein. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und zur gleichen Zeit habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen von dem alten Klassenkameraden, der sich ja eigentlich nie gemeldet hatte, dass er mir was sagen muss. Und haben Sie dann miteinander geredet?
genau, ich habe dann, weil für mich in meinem Kopf drin, also es war schon viel in dem Moment, aber für mich war das so weit weg, dass er irgendwas damit zu tun haben könnte, dass ich dann einfach meinte, okay, gut, der braucht mich jetzt wegen irgendwas, dann schreibe ich dem jetzt halt zurück, dann können wir kurz telefonieren. Und dann erzählen Sie mal, wie ist dieses Telefonat dann gelaufen? Er hatte dann angerufen und die hat total geweint und ich war jetzt, oh Gott, was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung mit dir und alles gut? Und ja, dann meinte er, ich muss dir was sagen. Ich habe eine Zeit lang Bilder von dir verwendet, von deinem Instagram runterkopiert und deinen Namen auf dieser Kick-Plattform verwendet. Und habe mich da halt einfach, ich habe Kontakte gesucht, weil er wohl selber nicht so viel Kontakt mit fremden Leuten hatte und Freundschaften gesucht hat, hat er eben gemeint, ja, ich habe da eben deine Sachen verwendet. Und ich meinte dann, okay, und was genau hast du da, also was von mir wurde da preisgegeben? Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe da 2, 3 Bilder von dir verwendet und eben deinen Namen, aber sonst nichts. Und dann? Und dann hatte ich gemeint, okay, gut, dass du dich gemeldet hast, weil sonst wäre ich zur Polizei gegangen, hätte eine Anzeige gegen unbekannt wahrscheinlich gestellt. Aber dann ist das in Ordnung und er war auch total fertig am Telefon. Und weil er eben meinte, ja, er hat nur diese 2, 3 Bilder verwendet, meinte ich, okay, passt, dann legen wir jetzt auf und dann ist es in Ordnung. Und wann haben Sie entdeckt, haben Sie noch an diesem Abend entdeckt, dass es nicht nur 2, 3 Bilder waren? Ja, wir haben dann aufgelegt und direkt nach dem Auflegen bin ich natürlich wieder auf das Instagram gegangen, weil das Thema für mich ja noch nicht abgehakt war. Und habe zahlreiche Nachrichten, also bestimmt an die 30, 35 Nachrichten von fremden Leuten bekommen, die geschrieben haben, hey, wir haben gerade mitbekommen in der Kick-Gruppe, dass du überhaupt nicht die Person bist, mit der ich seit 4 Jahren schreibe. Also es gab da auf einer sozialen Plattform, gab es sie mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Aussehen, die sich aber komplett anders verhalten hat oder war sie ihnen ähnlich? Diese andere Lauren mit dem gleichen Namen. Absolut nicht. Also so wie die Person da geschrieben hat, ich habe teilweise Chat-Screenshots bekommen, zugeschickt bekommen, einfach weil ich auch wissen wollte, was die Person geschrieben hat. Absolut ekliges Verhalten. Also wirklich, die wurde aus mehreren Gruppen rausgeschmissen, weil sie sich so unter aller Sau benommen hat und sexualistische Nachrichten da verfasst hat, auch an Minderjährige, an Männer und an Frauen. Und eben sich so aggressiv teilweise auch verhalten hat, dass die aus ganz vielen Gruppen rausgeworfen wurde, weil das Verhalten nicht tragbar war. Und das war für mich schrecklich, weil ich von mir selber behaupten würde, ich bin absolut nicht so eine Person. Und wie, ich stelle mir das jetzt wirklich vor, Sie hatten so einen schönen Anlass, Sie hatten eine Wohnung, Sie posten das, Sie kriegen an diesem Abend all das jetzt plötzlich aufgetischt. Was hat das mit Ihnen gemacht? Hat das irgendwie schon den Boden unter den Füßen weggezogen oder wie ging es Ihnen in diesem Moment? Das war, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Ich war plötzlich, ich habe mich selber auch gefühlt, als wäre ich nicht mehr ich selber. Also ich, da war noch eine andere Person, die ich war. Und die hat ja jahrelang, also schlussendlich waren es dann diese 4 Jahre, wahrscheinlich noch länger, weil es davor noch ein anderes Profil von mir gab, das dann aber gelöscht wurde. 4 Jahre lang mein Leben geführt und so auseinandergenommen, dass jeder einzelne Kommentar unter meinen Bildern durchgelesen wurde, Sachen über meine Freunde, über mein Privatleben rausgesucht wurden. Also es waren auch real richtige Informationen mit verbunden? Es waren auch richtige Informationen. Also es war viel Schein, aber es waren auch eben viele richtige Sachen, weswegen die Leute jahrelang geglaubt haben, sie haben tatsächlich mit mir kommuniziert. Haben Sie gedacht, da entgleitet mir plötzlich mein Leben so ein bisschen? Ja. Ja? Sie schütteln die ganze Zeit auch den Kopf. Also wie, ja. Können Sie sich vorstellen, wie Sie damit umgehen würden, wenn sowas passiert? Also im ersten Augenblick, ich meine, da ist man ja erstmal geschockt. Also da wird einem ja quasi das Leben ja weggenommen. Also man ist ja, man sieht ja da Sachen, die nicht von einem selber kommen. Und dass jemand anderes halt da
einfach das Leben klaut von einem. Also das ist ja wirklich das Leben gestohlen von einem. Ja. Wie viele Menschen hatten denn Kontakt zu dieser falschen Lauren? Ich würde gut so weit gehen, dass ich sagen würde, weit über 1000. Über 1000. Die jetzt dieses Bild von Ihnen hatten. Genau. Es war ja auch nicht nur dieses eine Bild. Also es waren auch, es waren viele Bilder. Es waren teilweise auch Videos. Es waren Informationen aus meinem Privatleben, auch über mein auch über das private Leben von meinen Großeltern, von meinem Vater. Wussten Sie, woher diese Bilder kamen, woher diese Informationen kamen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Und plötzlich kommen da Menschen, die glauben, Sie zu kennen, aber die Ihnen wildfremd sind. Ja. Und ich habe auch nicht nur... Flittchen dargestellt. Ja. Das finde ich das Allerschlimmste. Sie sind wehrlos dagegen. Ja. Das würde jeden von uns erstmal vernichten. Ich habe auch nicht nur schöne Nachrichten bekommen. Also ich habe auch viele Nachrichten bekommen von Leuten, die eben meinten, ah, jetzt hör doch auf. Also die dann mir vorgeworfen haben, mich selber als jemand anderen darzustellen. Also dass ich fake bin. Oder mir irgendwelche Nachrichten geschrieben haben, hey, wie läuft eigentlich dein Drogenentzug? Und ich war, was? Was macht einen in so einer Situation erstmal hilflos? Das ist ja... Sie hatten ja auch keinen Hebel in der Hand. Das war eigentlich das absolut Schlimme, dieses Ausgeliefertsein. Und das Kostbarste, was uns genommen werden kann, ist unsere Identität. Wenn man sich das auch vorstellt. Also es könnte ja theoretisch so weit gehen, dass Sie... bei Bewerbungen, bei Arbeitgebern, bei Kreditvergaben, auch im privaten Umfeld, die anderen erstmal überzeugen müssen, dass sie diejenigen nicht sind. Richtig. Ist doch Wahnsinn, oder? Wie sich, was das auslösen kann. Ja? Welchen Einfluss hatte das dann auf Ihr echtes Leben? Diese Fake-Lauren, ich nenne sie jetzt mal so. Ich habe mich nicht mehr aus dem Haus getraut. Nicht mehr aus dem Haus getraut? Ja. Also ich bin dann... einen Tag danach nach Lindau mit meinem Ex-Partner gefahren und habe seinen Eltern und meinen Eltern erzählt, was passiert ist. Sein Vater ist Polizist und der meinte dann, ja, dann schicken wir dich jetzt weiter zur Kriminalpolizei nach Lindau und da kannst du eine Anzeige machen. Habe ich dann auch gemacht und dann bin ich aber direkt auch von der Polizeistation wieder nach Hause, weil ich tatsächlich Angst hatte. Ich laufe draußen rum und mich erkennt jemand. Also ich auch heute noch in großen Menschenmengen fühle ich mich unwohl, weil ich denke, es könnte immer irgendjemand da sein, der dieses Bild von der falschen Lauren vor sich hat. In welcher Situation hat sie das erwischt? Ist es richtig, dass Sie damals sowieso auch psychische Probleme hatten? Ja. Ja? Ja. Und dann kommt das alles obendrauf. Das kam obendrauf. Und ich glaube nicht, dass die andere Lauren dran gedacht hat, dass es mir vielleicht auch psychisch gar nicht so gut gehen könnte. Mhm. Und was er dann damit anrichtet. Was kann ich tun? Sie haben gesagt, das hat Ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Was kann man tun in so einer Situation, um wieder auf festen Boden zu kommen? Also eines war wirklich wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen, auch an die polizeiliche Gewalt zu gehen. Denn das sind ja offensichtlich noch viel mehr Fälle. Der ganze Missbrauch, der auch in den sozialen Medien getrieben wird, die Hasskampagnen und was da so alles passiert. Also da kann man gar nicht stark genug drauf drängen, dass auch rechtlich die Situation geschaffen wird, das zu verfolgen. Was hat denn die Polizei dann veranlasst? Hatten Sie den Eindruck, die gehen da jetzt auch mit Nachdruck hinterher? Da muss ich ein bisschen lachen, weil ich es mir gewünscht hätte. Ich habe der Polizei eben alles erzählt, was passiert ist. Gleichzeitig kam dann ein anderer Polizist in den Raum rein und meinte, ja, der, da hat sich jetzt gerade jemand auf der anderen Polizeistation gemeldet und hat sich selber angezeigt. Das war dann die Person. Also ihr ehemaliger Schulkamerad? Genau, der genau, hat sich selber angezeigt. Und dann haben die mein Handy genommen, haben sein Handy genommen, haben Beweismaterial natürlich sichergestellt. Und ja, dann kam gar nichts mehr. Aber also ich habe mein Handy zurückbekommen, er anscheinend auch. Und dann musste ich selber Monate später bei der Polizei anrufen und fragen, hey, was ist denn eigentlich? Und was haben die gesagt, was ist? Die haben gesagt, naja, sie dürfen mir keine Auskunft geben, aber der Fall ist eigentlich schon längst abgeschlossen. Gab es denn eine Verhandlung?
Es gab eine Verhandlung, zu der war ich nicht eingeladen. Die hat in Kempten meiner Meinung nach stattgefunden. Das habe ich dann rausgefunden, weil ich ein Jahr später, nachdem ich die Anzeige gestellt habe, selber zum Anwalt gegangen bin. Und weil mir das eben nicht gepasst hatte, dass ich nichts mehr mitbekommen habe. Und der Anwalt hat dann Akteneinsicht angefordert. Dann habe ich die Akte rausgesucht oder wurde mir die Akte gegeben. Ich habe mir die angeschaut und schwarz auf weiß waren da noch hunderte andere Lügen, die mein alter Klassenkamerad der Polizei aufgetischt hat. Und die waren ersichtlich. Man hätte sich nur mal die Ansage von ihm anschauen müssen und die Fotobeweise. Dann hätte man auf dem ersten Blick gesehen, das kann nicht stimmen, was der Junge uns da erzählt. Da sollten wir vielleicht noch mal nachforschen. Hat aber niemand. Und gab es dann irgendeine Sanktion, irgendein Urteil? Ja, der junge Herr hat 100 Euro an die Wasserwacht in Lendau zahlen müssen. 100 Euro. 100 Euro? Ja. Wie kommt das dann bei Ihnen an, wenn Sie auf der anderen Seite denken, mein Leben ist da mir genommen worden in einem Teil, also zumindest was mein Ruf, meine Identität angeht? Und da steht dann sowas? Ich wusste überhaupt nicht, was ich denke. Ich war wütend. Mhm. Ich war enttäuscht ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht von der polizeilichen Arbeit, weil die so viele mehr hätten rausholen können. Die hätten viel mehr rausfinden können, wenn sie sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätten. Wenn Sie das sagen, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man das erstmal begreifen muss? Also gibt es vielleicht auch, Sie schildern hier uns wirklich die Dimension dessen, was das für Ihr Leben bedeutet. Mhm. Aber gab es vielleicht auch Leute, die gesagt haben, ach ja, in diesem Internet, da wird ja so viel geschrieben und dann steht da mal was Falsches, wer glaubt das denn? Und es ist doch niemand umgekommen, also das wird schon wieder. Also gab es auch solche Reaktionen? Meine Eltern haben mich unterstützt bei allem und haben auch, glaube ich, verstanden, was da passiert ist. Aber ich glaube, die kommen einfach aus einer anderen Zeit. Für die ist das Internet noch nicht so groß, wie es dann wirklich ist. Und die meinten, ja komm, es ist jetzt passiert und es ist schlimm, dass es passiert ist. Also die haben mich auch in den Arm genommen und alles. Aber ich glaube, für die war das nicht so ein Ding. Weil sie sich nicht vorstellen könnten, wie unfassbar riesig diese Gewalt sein kann, die da dahinter steht. Wir sehen uns auch als Generationensendung. Deshalb glaube ich, vielleicht erreicht es dann einige, dass man auch von älteren Generationen, dass sie sich das mehr vorstellen können. Sie haben dann irgendwann auch die Konfrontation noch mal mit Ihrem ehemaligen Schulkameraden gesucht. In welcher Situation oder wie kam es dann dazu? Mein Anwalt hatte damals verordnet, dass er mir eben noch Schmerzensgeld zahlen muss. Das war ein kleiner Gewinn. Das ging mir aber eher nicht ums Geld, sondern eigentlich nur darum, dass ich merke, ihm wird auch noch mal was genommen. Und dann stand da noch drin, dass er sich bei mir entschuldigen muss. Hat er das getan? Hat er nicht getan. Hat er nicht getan. Und das hat er bis zu dem Tag, an dem ich mich dann, ich glaube, das war noch mal ein Jahr später, letztes Jahr irgendwann, habe ich mich mit einer Freundin getroffen und meinte, hey, mir fehlt da noch was. Also mir fehlt diese Entschuldigung, diese persönliche Entschuldigung einfach wahnsinnig. Ob sie mit mir dahin fahren würde, weil ich hatte ja seine Adresse, ob sie mit mir dahin fahren würde und das abholen, was mir noch fehlt. Und dann standen wir vor dem Haus und wir saßen, glaube ich, nur 20, 30 Minuten in dem Auto, weil ich mich erst mal überwinden musste, auszusteigen und das erste Mal in das Gesicht zu gucken, das das gemacht hat. Und dann sind wir ausgestiegen und wurden erst mal von der Großmutter abgewimmelt. Schlussendlich war er dann aber doch zu Hause. Und dann kam er durch die Türe durch. Und ich glaube tatsächlich, ihm ist es schwerer gefallen, da rauszukommen, wie mir, ihn da zu sehen. Weil wie war das denn für Sie, ihm da so gegenüber zu stehen, plötzlich? Ich habe es die letzten Tage probiert, in Worte zu fassen, aber ich krieg's nicht hin. Das sind so viele Gefühle, die da aufeinandertreffen. Das ist Wut, das ist Trauer, das ist Enttäuschung, das ist eigentlich alle schlechten Gefühle, die man sich vorstellen kann, in einem.
Und wie hat er sich Ihnen gegenüber dann verhalten, als er dann da stand? Hat geweint. Geweint. Und entschuldigt? Und dann hat ich gedacht, er wird sich entschuldigen. Und irgendwann wurde die Diskussion auch etwas hitziger. Und dann meinte die Freundin auch, hey, wir sind jetzt hier wegen dieser Entschuldigung, die sie hören möchte. Und die steht ihr auch zu. Er hat selber gesagt, er hat nicht die Strafe bekommen, die er verdient hätte. Wollte ich diese Entschuldigung haben und er hat die ganze Zeit rumgestammelt und sich dann nochmal hingesetzt und ist wieder aufgestanden, hat wieder über andere Themen geredet und dann war ich, okay, du gehst jetzt rein, atmest nochmal tief durch und dann kommst du raus und dann möchte ich von dir hören, dass es dir leid tut. Und dann ist er reingegangen und 10 Minuten später kam er raus und meinte, ja, also er hat jetzt darüber nachgedacht und es tut ihm leid von Herzen. Aber er hat dabei nicht mich angeschaut, sondern er hat den Boden angeschaut. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig wehgetan, weil ich so nicht dieses Persönliche aus der Entschuldigung rausziehen konnte. Aber mehr war da nicht rauszuholen. War es für Sie wichtig, da gewesen zu sein im Nachhinein? Es war hart. Weil in dem Gespräch, das wir beiden geführt hatten, also wir haben uns über die ganze Sache unterhalten, warum er das gemacht hat und wie es dazu kam. Und dann kamen ganz viele andere Sachen noch raus, die die Sache noch viel schlimmer gemacht hatten. Dass es nicht nur dieses eine Kick-Profil von mir gab, sondern auch noch 6 weitere Profile. Und der hat einfach... Ich weiß nicht. Es war gut, dass ich da war. Es war okay, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde, weil es schwer war, dann mit den weiteren Sachen, die da rauskamen, wieder klarzukommen. Zwischendurch auch mal gut, dass Sie hier sind und darüber so berichten. Das möchte ich auch mal sagen. Wir haben heute schon über einen Betrüger gesprochen, der über eine Dating-Plattform Kontakt gesucht hat. Jetzt hören wir von jemandem, der auf diversen Plattformen Ihnen Ihre Identität gestohlen hat. Tritt es in Zeiten des Internets jetzt vermehrt auf oder hat es das in anderen Formen immer schon gegeben, diese Form? Also in dieser Breite ist es sicher ein neues Phänomen. Es ist so schnell zu bedienen übers Internet. Natürlich hat es immer schon solche betrügerischen Formen und Denunziationen gegeben. Aber das hat heute schon eine schlimme neue Qualität. Und mir wird auch deutlich, in welchen Abgründen du da hineingerutscht bist. Bist du aus der psychischen Enge mittlerweile wieder rausgekommen? Ich bin nur... Wenn ich das fragen darf. Yeah. Ja. Ich bin danach in psychologische Behandlung gekommen. Sehr gut. Weil ich eben nicht mehr raus konnte, ohne Panikattacken zu kriegen. Und mir haben dann tatsächlich auch, also ich habe Tabletten bekommen, die wurde ich eingestellt und die haben mir relativ gut geholfen. Die habe ich dann abgesetzt irgendwann. Ja. Und mittlerweile würde ich sagen, komme ich auch so ganz gut klar. Toll. Ist so ein Besuch wie heute denn für Sie auch so ein bisschen Gegenmittel gegen das, was passiert ist, dass Sie zeigen, hier, ich bin es, ja, ich bin die richtige Lauren, seht her, hat das was davon? Ja, total. Deswegen bin ich auch damals zur Polizei gegangen, weil ich das zur Zeitung gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann selber gar nicht so vielen Leuten schreiben, hey, das bin ich, wie ich eben mit der Zeitung oder mit dieser Show hier erreichen kann. Weil ich bin mir sicher, irgendwo ist da draußen jemand und der hat gedacht, er hat mit mir geschrieben. Und jetzt kann ich mich dafür entschuldigen, dass es nicht so war. Und sagen, ich bin ich und ich war nicht die Person, mit der ihr da geschrieben habt. Und wir freuen uns, dass wir Sie kennenlernen konnten. Ja. Vielen Dank. Lauren Rüstner. Wir haben heute einen trügerischen Schein mit und ohne betrügerische Absicht erlebt. Wir haben auch gesehen, dass man anderen Menschen
aus der Not heraus manchmal nicht die volle Wahrheit sagt, ohne dass man sie schädigt. Wenn der Schein trügt, wenn sie alles zusammennehmen, sind Ihnen die Menschen manchmal oder immer noch ein Rätsel? Ja. Ich finde, jeder Mensch ist an sich auch ein Rätsel. Wir sind uns auch selber ein Rätsel. Spätestens in der Paardynamik stellt sich das schon raus. Und wenn es dann schief geht, merken wir, das war mein Defizit. Ich habe aus eigenen Schwächen raus habe ich agiert. Und da muss ich aufpassen. Ich muss in eine neue Entwicklung gehen. Ja, der Mensch hat etwas sehr Rätselhaftes. Und ich habe noch nie geglaubt, dass in einer Beratung, in einer Therapie, dass ich einen Menschen wirklich entschlüsseln und dekodieren kann. Das wäre psychologischer Hochmut. Und noch eine Frage. Nun haben wir ja gesehen, dass der Schein trügen kann. Wenn wir jetzt sagen, man kann nicht hinter das Gesicht schauen, nicht in die Menschen reinschauen, ist es nicht eigentlich auch ein Argument, eine Steilvorlage für all die, die sagen, ich kann und will anderen Menschen nicht vertrauen? Ja, das kann eben auch dazu führen, das Vertrauen vollkommen verloren zu haben. Beispielsweise zu einem generellen Männerhass könnte das führen. In der Tat, das kann verheerende Auswirkungen haben. Aber kommen wir ohne Vertrauen durchs Leben? Brauchen wir das nicht auch? Wir müssen es immer wieder neu generieren. Und wir dürfen uns auch eine gewisse Naivität und Vertrauensseligkeit dürfen wir uns auch leisten. Sonst wird es schrecklich. Wenn der Schein trügt, vielen Dank an Sie, Herr Jung. Vielen Dank an all unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema harte Entscheidungen. Hören Sie gerne auch mal rein in unser Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal an alle.